Ja, denn mal. Genau, ab nach oben. Mama. Bau mal bitte. Angriff. 17 Türme schießen, alles okay. Bau mal bitte die Durchgeh-Dinger. Da. Und mach bitte. Ja, hier noch einen Durchgang. Keine Lust, jedes Mal da die Bogen da zu laufen. Das ist komisch. So. Durch da. Gut ist. Chips und Tupa. Stopp. Ich brauche keine Polish-Tupase. Ich brauche nur die hier, richtig? Oh nein. Jemand hat sie in die Kommentare geschrieben, dass die Türme sich verändert hätten mit der neuesten Ditec-Version. Das heißt, wir brauchen für den Silber-Tupas-Turm immer noch den Bronze-Tupas-Turm. Okay. Für den Bronze-Tupas-Turm brauchen wir jetzt einen Silver-Sapphire. Das ist der da. Und dafür brauchen wir Gold und Silber und Zink. Und Raw-Sapphire. Raw-Sapphire? Raw-Sapphire. Okay, das heißt, ich brauche bitte Gold. Ich brauche bitte da Silber. Ich weiß gar nicht, ob wir Silber überhaupt im System haben. Oh, sieht so aus. Das da müsste Silber sein, dieses helle Zeug. Silver Sapphire Turret. Ja, bau davon bitte mal 5 Stück erstmal. Und dann gucken wir weiter. Hierfür bräuchten wir Raw Topaz, hab ich doch. Da wird irgendwas so komisch orange angezeigt. Achso, das ist die Vorstufe von dem. Also das da bräuchten wir dann noch. Richtig. Okay. Also ich könnte jetzt theoretisch 5 auch noch einen Auftrag geben. Aber ich guck erstmal, dass ich meine Taschen leer bekomme. Das weg, das weg, das weg. Das weg. Du weg. Das weg. Alle möglichen Leichen weg. Wir haben viel zu viele Effektivitätsmodule, weil wir die gar nicht mehr nutzen. Ja, der Rest ist erstmal okay. So, dann Chips. Chips wollten wir bauen. Also dafür sorgen, dass die ein bisschen besser laufen. Und es scheint an der Drahtverbindung zu hapern. Scheint... Wow. Warn ist da. Scheint hier jedenfalls mit der Befüllung und so weiter gut zu klappen. Das heißt, es liegt nur an der Geschwindigkeit. Kommt man Büffeln immer noch hinterher? Das ist nicht das Problem. Bist du jetzt auch okay? Ich könnte dich noch schneller machen, aber dann haben wir hier ein Problem, denke ich. Wobei, bau mir bitte ein paar blaue Kisten. Und diese langen, schnellen Ärmchen. Very fast, long-handed Inserter. Davon 3 Stück oder so. Und dann teste ich einfach mal, dass ich hier noch eine blaue Kiste hinbab und hier noch so ein langes Ärmchen. Und ob das denn einigermaßen läuft, wenn ich die hier jetzt auch ersetze mit den schnelleren Speedmodulen. Allgemein könnte ich hier überall schon mal die ersetzen. Dann brauche ich wahrscheinlich eh gleich neue Module. Schnapp mir die Module und in der Zeit wird das hier alles gebaut. Module. Da. 3. Achso, du bist doch eine alte, langsame Fabrik. Hier. Schön. Oh, ein armes, uraltes Ärmchen. Hier, gib mal. So. Das. Ich sehe Schmelzöfen, die nichts machen. Auch wenn das dafür eigentlich nicht mehr gedacht ist. Eigentlich sollte die komplette Kupfergeschichte hier unten noch jetzt ablaufen. Mit den Teilen. 4400 Kupfer. Springt er auf 4500 hoch. Also scheint alles okay zu sein. Eisen ist bei 28.000. Ich sehe nicht mehr ganz so viel Kupfererz. Also im Vergleich zu Eisenerz. Aber das ist okay. Das ist okay. Die ganzen Crafting-Dinger sind durch. Bitte baue jetzt die 5 da. Und setze sie erstmal unten hin, damit ich ein bisschen besser schlafen kann. Genau an der richtigen Stelle sicher. Also ja, hier hin, die einfach hinbappen und dann ist gut. Und ich hätte mir vielleicht Steel Gear Wheels vorher holen sollen.
Das raus, das raus, das reicht hoffentlich erstmal. Und gib mir bitte. Wo sind die? So, Intermediate jetzt da. Gib mir davon bitte 200 Stück. Damit das da hinhaut. Sehr gut. Ja, auch das Roherz steigt von 11.000 auf 12.000. Gut, gut. So, ist schon mal ein Turm wenigstens. Ja, gut. Ein Turm ist fertig. Baut ihn dahin. Das heißt, wir haben jetzt 3 Silver Topaz Turrets und 50 Guilds. Warst fleißig. Ja, also die sollten das noch schaffen. So richtig große Angriffe kommen hier unten eigentlich ja nicht. Da. Ich will dich mitnehmen. Du hast Eier. Oder Ei. Genau, ganz weit schießen. Zack. Und ich müsste jetzt eigentlich, wenn ich da so ein bisschen rumlaufe, eine Leiche und ein Ei dabei haben, richtig? Leiche ja, einig, weil Ei kriegt man erst beim Zerlegen, richtig. Und ganz viele andere Leichen, die ich gerade eingesammelt habe, den Rest F ich. F, 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 F. Wow, F, 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 F. Gut. Ja, die Mauer hier ist eigentlich nur Show. Aber die hilft den Türmen ein bisschen besser, die Gegner weg zu klopfen. Also pappen wir da den nächsten hin. Ja, das heißt, das hier ist fürs Erste so ein bisschen sicher. Könnte jetzt also mich oben in den Außenposten wieder drum kümmern. Und da die ganzen Sachen gebaut wurden, hier unten kann ich, also hier unten in der, ne, Spieler-Crafting-Geschichte, könnte ich jetzt auch gucken, wie es bei den Chips läuft. Also mit den Dreier-Modulen. Wobei Vierer-Module auch langsam eine echte Alternative sind. Ah, ich freue mich schon darauf, dass alles richtig Hightech wird. Und wir dann nicht 30.000 Dutzend Fabriken brauchen und Schmelzanlagen und was nicht alles. Schön, schön. Also, vertraue den Robotern, vertraue den Türmen, wenn es ein paar mehr sind. Und die Reihen gleich lang sind. So. Chipfabrik als nächstes. Tunk, 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 tunk. Genau. Da. So, langes, komisches Ärmchen. Die scheinen beide zu arbeiten. Okay. Shift rechts, Shift links. Schnell. Okay. Die falschen. Das sieht doch viel besser aus. Jetzt scheint es einen heißen Platz zu mangeln. Okay. Ich sehe es schon später kommen. Wir haben später nur eine einzige grüne Fabrik und die ist umgeben von lauter Riesenmonsterärmchen und Kisten. Shift rechts, Shift links. Ja, das hakt definitiv. Drittes Ärmchen? Go, go, Power. Das Ärmchen macht fast gar nichts. Oder es bewegt sich so schnell, dass ich nicht sehe, dass es sich bewegt. Alter Falter, haben wir nicht langsam wieder. Jo, 3000 Grün im System. Wann ist das denn passiert? Also ja, hier Feintune lohnt sich definitiv. Und die ganzen oberen machen gar nichts. Hä? Achso, weil am Limit. Ah, natürlich. Die Roboter sind alle strunzfaul und nehmen sich immer die Chips aus dem untersten Ding. Deswegen muss auch eigentlich nur das unterste hier so schnell arbeiten. Der Rest arbeitet einfach immer so lange, bis, ne, das hier voll ist. Was hier auch schon mal ein paar sind. Also sehr gut. Grüne Chips haben sich sehr gut gefangen. Rote Chips sind auf 800 hoch. Blaue Chips sind auf 400. Was, glaube ich, auch deren Max ist. So wie ich es eingestellt habe. Das heißt, ich fange mal ein paar langsamere Gefährten hier. Mach aus den schnellere Gefährten. Den kriege ich wieder blau, es werden wieder neue blaue hergestellt und alles ist toll und super und gut.
Ja, und baue schon mal für die Zukunft ein paar Kisten, dass ich nicht jedes Mal, ne, craften muss. Lila auch? Haben wir noch Lila? 8 Stück, ja. Bau davon auch noch mehr. So. Strom? Strom ist okay. Ich sollte doch trotzdem demnächst hier weitermachen. Mach aus dir mal eine lila Kiste. Mach das hier weg. Einfach nur, damit ich das Zeug dann dabei habe und das hier nicht so komisch aussieht. Außerdem habe ich dann nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn ich hier auch noch so ein Monster-Ding... Ja, geht nicht wegen denen. Nee. Gut. Ihr seid am Arbeiten. Hier müsste eine Robo-Abdeckung hin und ich wollte zu dem Außenposten. Genau, Eisenaußenposten prüfen, optimieren, gucken, ob da irgendwelche Drills irgendwas tun, was sie nicht tun sollten. Und dann F'en. Ganz viel F'en. F'en mal hier ein bisschen. So, so, ganz viele Leichen. Die schmeiße ich irgendwann in die lila Kiste und dann ist gut. Und ja, das ist das erste Feld, das schon fast leer ist. Du. Das heißt, wir nehmen dich da gleich weg. Und tun dich dann mal spaßeshalber dahin. Kaum will ich das Ding setzen, kommt ein Autosave. Das ist sehr ominös. Oh, kommt der Kupfer. Ah. Natürlich. Warum nicht? Verteidigung klappt soweit auch. Gut, gut. Also ja, wir haben jetzt ein bisschen Kupfer mit drin. Ich hoffe, das stört die Maschinen nicht irgendwie, aber es sollte eigentlich alles okay sein. Na, wie viel Prozent Ladung kommst du? Next Stop wird angezeigt, aber nicht, wann er losfährt. Das ist schade. Aber sieht sehr gut aus. Zu 2/3 gefüllt, das ist völlig in Ordnung. Genau, die Transportbales. Ich sollte eigentlich in der Lage sein, bessere zu bauen. Kann ich auch. Dazu brauche ich allerdings Tungsten. Mit Tungsten war irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwas war mit Tungsten. Achso, und schmeißt man bitte die Leichen mit rein. Ist ein wenig makaber, aber ich hätte gerne Platz frei. Du? Hier. Na komm, mach Platz. Achso, Problem ist, dass es jetzt den ganzen Slot wegnimmt, ne? Ja, hier egal. Tu das da rein, mach das in der Basis raus und passt schon. Also, Tungsten. Irgendwas haben wir mit Tungsten. Wir brauchten 400, 500 oder so Tungsten für den 6er-Drill, den ich gerade gebaut hatte, ne? Ja. Das heißt, ich kann das Tungsten, was ich jetzt habe, auch verballern. Super. Dann bau doch bitte die da. Damit wir das hier mal richtig, richtig schnell bekommen. Wenn wir die Ärmchen eigentlich schneller hinbekommen müssten. Die Idee mit den 10 Robotern wäre auch noch nicht. Warte mal. Nimm mal. Da muss bestimmt irgendwo ein Robot rumliegen, oder? Ne, blinkt nichts auf. Schade. Aber ne. Schön dabei bleiben. Nicht alles fliegen lassen. Das ist okay. Ist das Silber? Ah, super. Ist auch eine Möglichkeit, die Slots hier dicht zu machen. Einfach komische Alien-Leichen reinstopfen und Fremdmetalle und dann geht das schon irgendwie. So, da. Zeig mal, wie schnell du bist. Ja. Sieht schneller aus. Aber jetzt klappt hier eh nichts mehr. Kurve. Kurve ist auch schon mal die beste Idee. War hier noch irgendwo Kurve? Da unten ist eine Kurve. Und da ist die Kurve. Nom 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 nom. Gut. Ist das jetzt schon alles hier lila? Ja, sehr gut. Aber ja, hier oben ist auch soweit alles okay. Wir haben zwar ein Feld, das fast leer ist, aber dafür haben wir hier überall noch andere. Und hier sogar welche, die fast gar nichts produzieren, weil es durchgehend zugestopft ist. Ich hab mal
Basis halber hier noch irgendwo einen hin.